Leute und willkommen zu diesem neuen Video vom Football Manager 2019. Hier mit mir, dem Mike, natürlich zusammen mit meinen Gästen, dem Jan und dem Micha, die ihr leider nicht hören könnt, denn ich nehme das Ganze hier nachträglich auf. Erstmal, dieses Video hätte eigentlich schon letzte Woche Donnerstag kommen sollen und diese Woche Donnerstag, also heute, hätte ein anderes kommen sollen. Dafür kommt morgen das, was heute hätte kommen sollen, und heute kommt das, was hätte eben vor einer Woche kommen sollen. Nur, dass ihr dahingegen Bescheid wisst, ich habe auch meine Festplatte wieder zurück. Heißt, die ganzen Aufnahmen, die was verloren gegangen sind vom Football Manager, sind wieder da. Ich werde jetzt nicht alles schneiden und hochladen, sondern nur die eine Folge, wo ich gegen Micha gespielt habe, denn dieses Spiel war so geil und Micha hat es nicht hochladen können, weil bei ihm der Sound kaputt war, und ich habe es nicht hochladen können, weil es auf der Festplatte war. So, dazu alles gesagt. Jetzt sei gesagt, dass mein Sound in dieser heutigen Folge kaputt gegangen ist. Das Ganze hat sich nämlich... Was ist hier denn los? Düsseldorf. So angehört. Und das ist absolut scheiße gewesen. Ich habe den ganzen Sound einfach rausgelöscht und deswegen schauen wir uns das Gameplay dann jetzt zusammen an. Was meine ich mit, wir schauen uns das zusammen an? Ich habe nämlich beide Spiele, die wir in der heutigen Folge eben gespielt haben, auf eine Zeitraffer von 200% gesetzt. Heißt, es ist doppelt so schnell, als es eigentlich wäre. Ich habe die Folge jetzt zum Schneiden reingepackt und habe sie auch seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Wir schauen uns das Spiel zusammen an. Ich habe mein neues Mikrofon in der Hand. Ich werde das Ganze nachkommentieren und ja, ich hoffe, das ist genauso cool. Ich würde sagen, wir beginnen gleich. Hier ist das erste Spiel gegen Düsseldorf. Anpfiff, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was in dem Spiel passiert ist. Ich weiß es nicht mal mehr. Das wird auch für mich jetzt interessant zu sehen, was hier passiert. Wie gesagt, 200er Geschwindigkeit. Ich werde einfach irgendwas erzählen, was ich hier gerade sehe, wovon ich begeistert bin. Wir müssen auch ein bisschen gucken. Ich habe auch in der nächsten Folge dann das erste Spiel auch diese Soundprobleme, diese Tonprobleme gehabt. Also in der morgigen Folge dann vielleicht auch ein bisschen Tonprobleme. Aber danach geht wieder alles super fit. Wir haben uns auch schon überlegt, eine neue Saison zu starten. Hier ein Pfostentreffer von Mainz. Das war auf jeden Fall schon mal richtig, richtig knapp. Wir haben uns auch überlegt, eine neue Saison eben zu starten. Da werden wir uns auch die Tage dann mal ransetzen. Ich werde auch die nächsten Folgen dann wieder alle pünktlich bringen. Ich war nur über Ostern und so, war ich weg und habe die Folge vergessen mitzunehmen, um die dann eben zu schneiden. Das war so ein bisschen mein Fehler. Mainz hier aber richtig am Drücker, hätten jetzt schon das 1-0 verdient gehabt, meiner Meinung nach. Haben wir hier schon 2 gute Chancen gehabt und schon wieder... Ne, jetzt pausiere ich. Warum habe ich pausiert? Keine Ahnung. Ja, schon wieder die Chance hier für Mainz 05. Ich bin gespannt, wie gesagt, was ihr zu diesem Video sagt. Es tut mir echt schrecklich leid, aber ihr habt ja gerade den Sound gehört. Ich wollte das unbedingt irgendwie rauslöschen. Ich konnte das einfach nicht so lassen. Das wäre einfach viel zu viel gewesen. Naja, jedenfalls kommt jetzt dann morgen nochmal Football Manager und dann Anfang nächster Woche wahrscheinlich auch die Folge, was ich jetzt eben angesprochen hatte, was auf der kaputten Festplatte drauf war, wo wir mit Micha eben das Spiel gemacht haben. Ist zwar schon länger her, da war ich auch noch bei Gladbach, aber es ist halt so, ich wollte die unbedingt hochladen, weil die echt cool war und er konnte sie auch nicht hochladen, das war so traurig alles. In der nächsten Zeit werden eh ganz, ganz viele coole Videos auf euch zukommen. Ich werde jetzt wieder viel von der Festplatte auch dann fortführen, wie die WWE-Karriere und eben auch Dingens hier, PES-Trainer-Karriere, bla bla bla. Das Abo-Special werde ich auch jetzt endlich hoffentlich schneiden. Und dann auch das, den Vlog, wo ich bei Jan war. So, Mainz wieder am Drücker, schon die 3., 4. Chance hier hintereinander. Die waren jetzt nicht so gut, die ersten 2 Chancen waren viel besser. Aber trotzdem, wir sind jetzt schon in der Halbzeit. Ein 1-0 wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Düsseldorf auch ab und zu mit so einem Abstecher Richtung unser Tor. Aber naja, ist nicht so gut, würde ich sagen, wie wir das bisher gemacht haben. Sieht man auch hier 13 Schüsse, 6 aufs Tor, die anderen haben 3 Schüsse, einen aufs Tor. Also es wäre wirklich, wirklich an der Zeit gewesen, hier das 1-0 zu machen. Es wäre auch wichtig gewesen, denn wir sind leider auch ein bisschen im Abstiegskampf mit drin, was eigentlich gar nicht geplant und gut war. Ich meine, wir sind Platz 13 jetzt zum aktuellen Stand, aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden wir überrollt und rutschen immer mehr nach hinten. Und
der liebe Micha, und das wisst ihr bestimmt schon von seiner Folge, denn ihr habt das ja bestimmt schon gesehen, mit Bremen auch ziemlich weit unten, wurde ja sogar, das sehen wir auch eigentlich in dieser heutigen Folge, aber wie gesagt, ich habe ja keinen Ton, wurde da gefeuert und wechselte dann den Verein. Wie gesagt, könnt ihr gerne trotzdem bei den anderen beiden vorbeischauen, die waren ja beim IE verlinkt oder sind immer noch beim IE verlinkt. Also ganz, ganz crazy. Wir haben auch bald unser Spiel gegen Bremen. Soweit ich das weiß, haben wir das? Ja, ich glaube schon. Gelbe Karten werden sich auf jeden Fall abgeholt, aber auch auf der anderen Seite von Düsseldorf. Das kennt man von uns. Das ist einwandfrei, das ist super. Jetzt die nächste Möglichkeit und wieder hält der Torwart Rensing auch echt, echt stark in dieser Partie bisher. Da hat er den nächsten Ball in den Händen. Wie gesagt, eigentlich hätten wir hier schon ein 2-0 sogar schon verdient gehabt. Wir sind immer wieder mit Chancen da, verteidigen eigentlich recht gut. Einen Schuss hatten die aufs Tor, die Düsseldorfer. Und hier ballern wir schon den nächsten drüber. Echt, echt schade, was hier abgeht, dass wir das hier nicht für uns entscheiden. Hertha liegt gerade zurück, oder? Sehe ich das richtig? Nein, 2-0. Ich dachte, da steht 2-3. Ich kann das leider nicht so gut erkennen hier in Premiere Pro, wo ich das Ganze hier nachkommentiere. Jetzt gibt es den Konter für Düsseldorf, aber auch den können wir unterbinden. Ohne gelbe Karte sogar. Der Spieler liegt am Boden, scheint verletzt zu sein. Das tut mir natürlich schrecklich leid, dass da hier ein paar böse Fouls gekommen sind von uns. Aber das kennt man von uns, ja, muss man sich schon drauf einstellen. Das war's aber auch schon. Das war schon. 0-0. Ich habe mich aufgeregt wie ein Blöder. 0-0 gegen Düsseldorf, das kann nicht sein. Und hier sehen wir es. Die Mannschaften, die sich dem Abstiegskampf nähern. Der große Showdown. Man sieht's hier. Düsseldorf, Gladbach, Bremen, Hannover, Mainz und Hoffenheim. Ihr könnt gerne pausieren. Da seht ihr nämlich die ganzen Spiele, die diese Mannschaften noch jeweils absolvieren müssen. Wird echt mega, mega spannend in der morgigen Folge, beziehungsweise die anderen haben ja heute die aktuelle Folge schon hochgeladen. Sieht man dann noch mehr, wie es dann weitergeht, wie es dann echt in die letzten Spiele reingeht. Wir spielen auch immer noch so gegen Teams wie jetzt hier Hannover. Hannover 96 auch noch mit dem Abstiegskampf, Bremen noch mit dem Abstiegskampf, gegen die spielen wir ja wie gesagt auch noch. Und da geht Hannover 96 erstmal in Führung in der 12. Minute, wurde dann aber zum Glück aberkannt wegen Abseits. Das hat richtig, richtig gut getan, weil sonst wäre das ziemlich kritisch gewesen. Hannover drückt aber deutlich mehr wie Düsseldorf und deutlich mehr als wir. Haben hier mehr vom Spiel, sind auf jeden Fall ordentlich am Start. Jetzt vielleicht der Konter für Mainz. Das könnte was werden. Der Kopfball aber weit vorbei. Wir haben uns in dem Spiel schwer getan. Das sieht man jetzt hier auch nochmal. Also da gibt es bestimmt einfachere Spiele. Und man sieht hier auch schon, dass Micha jetzt bei Gladbach ist, da dieser Verein jetzt eben blau markiert ist. Die nächste Mega-Chance von Hannover. Aber Adler hat hier super pariert. Dieser krasse Insider, hoffentlich habt ihr das nicht vergessen, das wäre traurig. Auf jeden Fall Hannover echt, echt stark, muss ich echt sagen. Das war ein Megaspiel, jetzt aber ein Mega-Konter auch von uns. Und der ist drin, der ist direkt drin. Ein Konter und ein Tor. Naja, okay, wir hatten den Konter gerade eben, ja. Aber also das war auf jeden Fall ein Mega-Ding von Quaison, der ganz, ganz viele Vorlagen schon gemacht hat für Mainz 05. Jetzt auch mit dem Tor. Super Spiel auf jeden Fall von Hannover, muss man echt loben. Die wollen auf jeden Fall nicht absteigen, die wollen dagegen kämpfen. Wir aber mit dem 1-0, was mich natürlich mega gefreut hat, und wieder Adler, der den Ball parieren konnte. So sind wir auf Platz 12. Wenn wir den Sieg quasi beibehalten würden, wären wir fast schon aus dem Abstiegskampf draußen. Also das ist echt, echt, echt krass. Also wir sind eigentlich ein guter Kandidat, der fast draußen ist. Aber wir sind eigentlich immer noch mit drin. Vor allem, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann können wir immer noch überrumpelt werden. Jan spielt gegen Frankfurt, da steht es 3-1 momentan. Und wie spielt Micha 0-0 gerade? Das ist auf jeden Fall nicht so gut für ihn. Aber er ist auch nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, da Hannover jetzt gerade verlieren würde. Stand aktuell.
Man hat es gerade auch in der Halbzeitpause gesehen. Eigentlich haben die gar nicht so viel weniger Chancen als wir. Also ich meine andersrum. Wir haben nicht so viel weniger als die. Also erstaunlich. Ich habe echt den Eindruck, auch gerade beim Schauen nochmal, dass Hannover besser ist als wir. Statistik sagt, geht so. Und das Tor von Hannover sagt, wir sind gut. Das war die dümmste Tor-Dingens guard ever. Also ja, auf jeden Fall hat Hannover ein Tor gemacht. Das war gar nicht cool, weil ich meine, okay, sie waren besser, meiner Meinung nach jetzt auch immer noch. Aber ja, ein Sieg wäre halt so wichtig, weil wir eben fast dann schon raus wären aus dem Abstiegskampf. So ist Micha jetzt wieder auf dem Regionalabstiegsplatz. Und wir sind auf Platz 13 und jetzt macht Hannover einfach noch das 2-1. Sie drehen das Spiel, weil Adler den Ball abtropfen lässt und der Abstauber geht rein. Hannover führt mit 2-1, haben das Spiel gedreht. Mega krasse Schlussphase jetzt nochmal. Ich habe echt gehofft, dass wir es noch hinbekommen. Haben es aber nicht mehr geschafft. 2-1 Niederlage, die nächste Niederlage. Und kein Sieg, also wir haben lange keinen Sieg mehr geholt, echt schade. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, lasst mir total, wenn es euch gefallen hat und feuert uns an, damit wir in den nächsten Folgen dann wieder krass werden. Wir müssen es nämlich schaffen, aus dem Abstiegskampf rauszukommen. Ich will nicht unbedingt absteigen. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.